Whiskyfässer. In ihnen lagert Scotch. Oder besser das, was dazu werden soll. Denn die Herstellung von schottischem Whisky ist streng geregelt. Mindestens 3 Jahre muss das Destillat in Holzfässern gelagert werden. Erst dann darf es sich Scotch, schottischer Whisky, nennen. Was aus den Fässern herauskommt, gehört zu den angesehensten Spirituosen der Welt. Während der Reifung saugt Scotch die Charakterfarben seines Ursprungslandes in sich auf. Experten wie Jim McEwan können die Geschichte eines Whiskys mit ihren Sinnen entschlüsseln. Insel im Westen Schottlands. Weit entfernt scheinen die hektischen schottischen Industriezentren. Wer den Blick nach Westen wendet, sieht nur Wasser. Bis Amerika. Und doch ist diese entlegene Insel ein Zentrum der schottischen Whiskyindustrie. 8 Destillerien stehen hier. Sie haben die Insel geprägt und die Menschen. Viele von ihnen haben beruflich mit Whisky zu tun. Ayla ist ein vom Geist des Whiskys durchtränkter Mikrokosmos. Doch nicht nur die von Westen über die Insel hinwegfegenden Stürme machen der Bevölkerung von Ayla das Leben schwer. Längst gibt es mehr Schafe hier als Menschen. 15.000 Bewohner hatte die Insel 1830. Heute sind es gerade 3.500. Ayla Whisky ist ihre einzige Hoffnung. Er wird weltweit gerühmt wegen seines charaktervollen Geschmacks von Torf, Tang und Meer. Jim McEwan hat als Fassmacher hier begonnen und sich zum Manager der Distillerie Beaumont hochgearbeitet. Heute reist er als gefragter Experte durch die Welt und kehrt stets gern nach Ayla zurück. Whisky means everything to the island. Every family on the island has somebody employed in a distillery or. Whisky bedeutet alles für die Insel. In jeder Familie arbeitet einer in einer Destillerie oder im Umfeld als Fassmacher oder bei der Abfüllung. Whisky ist überlebenswichtig für die Insel. Unter den guten Tropfen von Ayla sind auch die der Distillerie Bruichladdy. Doch der gepflegte weiße Anschein täuscht. 1995 wurde Bruichladdy geschlossen. Von seinem Eigentümer, einem amerikanischen Getränkekonzern. Eine weitere Note im Konzert der schottischen Whiskys klingt aus. 130 Destillerien produzierten in Schottland noch vor 20 Jahren. Heute sind es 93. So vielfältig wie die Farbschattierungen schottischer Whiskys sind auch die Regionen, in denen sie produziert werden. Vom rauen Ayla im Westen bis zum lieblichen Speyside im Osten. Von den weiten Lowlands über die Highlands bis zu den Islands im Norden. Die Malt-Destillerien dieser Regionen brennen wiederum Whiskys mit jeweils eigenem Charakter. Diese Individualität vermarktet der unabhängige Spezialitätenabfüller Gordon & MacPhails in Elgin im Nordosten Schottlands seit Jahrzehnten. Von den großen Whiskyfirmen wurden diese sogenannten Single Malts lange vernachlässigt. Gordon & MacPhails füllt sogar einzelne Fässer als sogenannte Single Barrel Whiskys separat ab.
Eine Spezialität für Liebhaber. Denn jedes Fass gibt dem in ihm gelagerten Whisky eine besondere Geschmacksnote. Die Großen der schottischen Whisky-Industrie verdanken ihren Erfolg einer anderen Variante von Scotch. Blended Whisky. Wenn Maureen Robinson vom größten aller Scotch-Hersteller Whiskys testet, interessiert sie vor allem eins. Konsistenz, definiert durch das Image einer Whisky-Marke. Für sie dienen Malt Whiskys vor allem als Rohmaterial für Blended Whisky, einem Verschnitt aus bis zu 50 Malt Whiskys aus verschiedenen schottischen Destillerien und einem relativ neutralen, industriell gefertigten Whisky aus Getreide. Diese Version von Scotch hat Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Siegeszug um die Welt angetreten. Von Beginn an war Blended Whisky ein Massenprodukt. Heute wird sein Geschmack nach Marketing-Gesichtspunkten gestaltet und muss ein Image einlösen. Blended Whiskys sind in erster Linie Marken. Deshalb wird stets versucht, die jahrhundertealten Geheimnisse von Whisky zu ermessen. Was an Geruch und Geschmack überhaupt beim Whisky-Trinker ankommt, erforschen Wissenschaftler an der Strathclyde-Universität in Glasgow. Man sei sich dabei wohl bewusst, dass nicht der Geschmack allein entscheidet, erläutert Dr. John Piggott, der Leiter dieses Forschungsprojektes. The sensation, the experience of drinking something like whisky is not simply the direct physical and chemical sensation. Der Genuss beim Trinken von Whisky reduziert sich nicht auf das chemische oder physikalische Erlebnis. Er hat auch sehr viel zu tun mit den Haltungen und Erfahrungen des Konsumenten, seinem Interesse an dem Produkt, inwiefern es seine Kultur repräsentiert, wie eine Marke seinen Lebensstil widerspiegelt. Das Image des Whiskys sollte also mit den Vorstellungen des Konsumenten von seinem Lebensstil, seinen Ambitionen und Wünschen übereinstimmen. Es handelt sich um einen sehr komplizierten Prozess, in dem sich das Verständnis des Konsumenten von Tradition, Kultur und der eigentliche Geschmack des Whiskys vermischen. All das muss die Erwartungen erfüllen. Wenn nicht, ist die Chance groß, dass das Produkt nicht gemocht wird. Keimende Gerste wird bei ihrer Wandlung zum Malz zum Teil noch gewendet, wie vor Jahrzehnten. Mehrere Tage liegt sie hier, muss regelmäßig umgewälzt werden. Tag und Nacht. Die keimenden Triebe dürfen nicht überhitzen, sich nicht ineinander verschlingen. In früheren Zeiten nutzten schottische Bauern ihre überschüssige Gerste, um Whisky zu brennen. Die Bestände der Region reichen längst nicht mehr. Heute importiert Schottland Gerste aus ganz Europa. Auf den traditionellen Malzböden hat sich dennoch wenig verändert. Die Natur bestimmt den Rhythmus, nicht zusätzliche Technik. 2 bis 3 Tage wird Gerste gewässert, ehe die Keime sich regen und den benötigten Zucker bilden. Erst dann kommt sie auf den Malzboden. Jim Grant hat hier viele Jahre gearbeitet. Es dauert ungefähr 2 Stunden, die Gerste auf dem Malzboden einmal mit der Schaufel zu wenden. Das ist nicht gerade gut für den Rücken und im schlimmsten Fall kann man davon einen Malzaffen bekommen. Dabei versteifen sich die Muskeln in Rücken und Schultern. Nur vom Wenden und dem ständigen Temperaturwechsel her. Am Ende eines Tages kommst du müde nach Hause. Aber das Malz kommt in einen Malzwhisky und du empfindest Befriedigung dabei, dass das, was du gemacht hast, für ein individuelles Produkt verwendet wird. Wir machen sauberes Malz. So eines kann man nicht kaufen. Eine aussterbende Haltung. Früher hatte jede Destillerie ihren eigenen Malzboden. Heute gibt es davon nur noch wenige in ganz Schottland. Die anderen wurden überrollt von der Kostenoptimierungswelle.
Der größte Teil des Malzes wird jetzt in industriellen Anlagen hergestellt. Als sich der Blended Whisky durchgesetzt hatte, kauften seine Hersteller Malt-Destillerien auf, als Produktionsstätten für Rohmaterial. Melzereien ließen sich dank Automatisierung bündeln, wie die gesamte Industrie. Sie gehört heute bis auf ein paar Unternehmen in Privatbesitz, vor allem Konzernen. Für die ist industriell produziertes Malz sehr zweckmäßig. Es waren wohl irische Mönche, welche die Kunst des Whisky-Destillierens nach Schottland gebracht haben. Schriftlich wurde Whisky erstmals vor gut 500 Jahren als Aqua Vitae erwähnt, als Wasser des Lebens. Seither ist Whisky auch auf Isla zu Hause. Die Seele der Insel ist älter. Sie liegt unter dicken Teppichen von Heide. Sie liegt im Torf. Er dient seit jeher als Brennmaterial für die Bewohner der Hebrideninseln. Noch heute bauen viele von ihnen den Torf selbst ab. Etwa 10.000 Jahre alt sind seine untersten Schichten. Getrocknet ein idealer Brennstoff. Hängen Schwaden von Torfrauch über Eiler, kriecht sein charakteristischer, leicht ätzender Geruch in jeden Winkel. Dieser Effekt schlägt sich auch in den Whiskys von Eiler nieder. Die gekeimte Gerste, das Malz, wird über Torfrauch gedörrt. Dabei nimmt das Malz den teils rauchigen, teils öligen Torfgeschmack auf. Mehr oder weniger, je nach Gefühl des Arbeiters auf traditionellen Malzböden, je nach Spezifikation in industriellen Melzereien. Just now we are selling a Bowmore 40-year-old whisky. Man kann heute einen Whisky trinken, der vor 40 Jahren gemacht wurde. Keiner der Männer, die diesen Whisky gemacht haben, lebt heute noch. Aber ihr Geist lebt im Whisky fort. Wenn man den Korken aus der Flasche nimmt, kommt er heraus. Whisky ist eine sehr spirituelle Sache. Dieser Spirit, dieser Geist ist es, dem Whisky-Genießer aus aller Welt heute in Schottland wieder auf die Spur kommen wollen. In Speyside, nordöstlich von Edinburgh, werden viele von ihnen fündig. In dieser Region sind die meisten Malt-Destillerien Schottlands versammelt. Hier wird Whisky Kult, sein Schrein, das Craigellachie Hotel in Speyside. Die Wände seiner Bar sind gesäumt von über 300 Single Malt Whisky Abfüllungen. Absolute Raritäten darunter. Gäste kommen von überall hierher, um dem guten Geist des Whiskys zu huldigen. Ein Schluck kann teuer kommen. Rund 500 Mark kostet ein Macallan aus dem Jahre 1946. Das Gästebuch besteht aus Tasting Notes. Die Gäste tragen ihre Kommentare zu den von ihnen gekosteten Whiskys ein. Fast nebenan bedient die 80-jährige Dorothy Brandy die Einheimischen. It was all done by taste in the old days. Die Jungs aus dem Dorf halten sich nicht damit auf, den Whisky zu riechen. Vorher haben sie ihn schon längst runtergeschüttet. Seit 60 Jahren steht Dorothy täglich in ihrem Pub, dem Fiddyside Inn. Sie selbst trinkt keinen Whisky. Dennoch ist Scotch ihre Welt. Die Arbeiter in den Destillerien der Umgebung sind Stammgäste hier. Ihr Mann und dessen Vater haben selbst in Destillerien gearbeitet. Und ihr Großvater gehört zu den Legenden der Whisky-Geschichte. Er war einer der berühmtesten Schwarzbrenner Schottlands. Er war ein Schwarzbrenner in der Gegend von Aberdeen.
Eigentlich arbeitete er als Jäger und brannte nebenbei Whisky. Die britische Zollbehörde entdeckte ihn, weil ihn sein Chef in einer Rede während eines Dinners in London verraten hat. Das ist er, der alte Gosham. Schwarzbrenner gab es vor allem bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Oft waren es angesehene Persönlichkeiten. Achtete man die Schwarzbrennerei doch lange als Akt der Auflehnung gegen die Engländer. Ein wenig sieht er aus wie ich, oder? Alle beide Gauner. Couple of rogues. Highland Games. Sie sind aus dem schottischen Jahreskalender nicht wegzudenken und finden keineswegs nur wegen der Touristen statt. Beim Baumstammwurf wird nicht die Weite gewertet, sondern der Stil. Das quäkende Tröten des Dudelsacks steht für schottische Eigenständigkeit. Wegen fehlender staatlicher Unabhängigkeit dient die kulturelle Identität als Ausweis des Schottischseins. Der Historiker Professor Tom Devine leitet das einzige Institut zur Erforschung schottischer Geschichte. Scotch Whisky is one of the great external symbols of Scottish identity, and one of the intriguing features of it is. Scotch Whisky ist eines der großen externen Symbole schottischer Identität. Und interessanterweise denkt man bei Scotch Whisky nur an die Highlands, die menschenverlassene ländliche Region im Norden Schottlands. Obwohl Whisky in ganz Schottland produziert wird, hat er eine Highland-Identität, ist Teil einer generellen Ikonografie des Highlandertums, sowohl von außen gesehen als auch für Schotten selbst. Wenn man heute zum Beispiel die Tartan Army sieht, die schottischen Fußballfans, die in ganz Europa unterwegs sind, sie tragen Schottenkaro, sie tragen Schottenröcke, die jahrhundertealte Kleidung der Highland-Clans. Und das, obwohl die meisten von ihnen natürlich aus den großen Städten Schottlands kommen. Dieser Highlandism ist in den vergangenen 10 Jahren sogar noch bedeutender geworden. Highlandism, der schottische Identifikationsmythos, scheint heutzutage bestens zu funktionieren. Auch kommerziell haben seine Wesensmerkmale Erfolg. Zu jeder Gelegenheit wird der Nationaldichter Robert Burns rezitiert. Tartan, das Schottenkaro getragen und Whisky getrunken. Unbefangene könnten die ersten Etappen der Herstellung von Whisky auch mit dem Brauen von Bier verwechseln, denn die Prozesse gleichen sich. Die Gerste ist zu Malz verarbeitet und inzwischen gemahlen worden. Jetzt wird der Malzschrot mit Wasser vermischt. Es soll den Zucker aus dem Schrot lösen. Gerade dieses Wasser birgt eines der Geheimnisse von Scotch Whisky. Denn für den Whisky einer jeden Destillerie gibt es nur ein richtiges Wasser. Das der eigenen Quelle. Ob bräunlich und mit Torfpartikeln versetzt, moorig weich, durch Heidepolster gefiltert oder hart und kalkig, das Wasser bestimmt den Standort einer Destillerie. Experimente haben gezeigt, würde eine Destillerie sich aus einer anderen Quelle bedienen, ihr Whisky würde anders schmecken. Manche Whisky-Trinker legen sich deshalb angeblich einen Vorrat mit dem Quellwasser ihres Whiskys an, um ihn auch mit dem richtigen Wasser verdünnen zu können. Und über Jim McEwan hält sich hartnäckig das Gerücht, er würde bei seinen Besuchen auf Isla häufig eine Flasche Quellwasser mit nach Hause nach Glasgow nehmen. Er wartet mit einer anderen Version der Geschichte auf. Während seiner Zeit als Destilleriemanager von Bowmore
habe er nebenbei eine Abfüllung von Islay Wasser zum Verkauf an Liebhaber von Islay Whisky organisiert. Das taufbraune Quellwasser kam zwar gut an, weil es so gut schmeckte, doch der Verkauf rechnete sich nicht. Jim McEwan musste sein Projekt bald wieder begraben. Unabdingbar bleibt das Wasser für die Destillateure. Es hat aus dem Malz Zucker gelöst. Diese Flüssigkeit ist mit Hefe zu einem leicht alkoholischen Gebräu vergoren. Das wird in Stills, Destillierapparaten, erhitzt, bis vor allem Alkohole verdampfen. Der Dampf wird kondensiert und abermals destilliert. Alkoholische Gase bringen den Schmetterling, die Klappe am Abfluss des Stills, zum Flattern. Gleich strömt der sogenannte New Spirit aus, das neue Destillat. Am Spirit Safe, dem Herzstück einer Destillerie, überwacht der Destilliermeister diesen magischen Moment. Roderick MacLeod war Jahrzehnte in der inzwischen geschlossenen Destillerie Bruichladdy auf Islay dafür verantwortlich. Jim McEwan hat seine Fähigkeiten bewundern gelernt. The more I got to know him and taste the whisky he made. Je besser ich ihn kennenlernte und den von ihm gemachten Whisky trank, desto deutlicher wurde mir, dass Roderick MacLeod ein besonderer Whiskybrenner war. Wahrscheinlich der beste, den ich kenne. Er hatte den Touch, das Gefühl. Er konnte mit der Hand am Destillierkolben erfühlen, wie gut der Whisky war. Das war wundervoll. Und sein Gesicht zeigte, er hatte Spaß an seiner Arbeit. Er wusste, was er tat. Hilfsmittel nehmen dem Destillierprozess zumindest etwas von seiner Magie. Der Hydrometer misst den Alkoholanteil im Destillat. Zunächst fließen unreine Alkohole ab. Sie schmecken nicht und sind teils giftig. Sinkt der Alkoholanteil in der Flüssigkeit auf gut 70%, werden die Alkohole hochwertiger. Gleichzeitig sind sie voll Geschmack und Charakter. Jetzt hat der Alkohol das richtige Aroma. Hier entscheidet der Destilleriemanager. Zeit für den Cut, den Schnitt. Ab sofort fließt das Destillat in den Tank. Tage nach dem ersten Arbeitsschritt sind die Geheimnisse von Scotch Whisky in Kupferkesseln zu hochprozentiger Flüssigkeit geworden. Eine Grain-Destillerie. Hier entsteht ebenfalls Whisky, doch nach einem ganz anderen Verfahren. Etwa 8 Flaschen pro Sekunde produziert diese Anlage. In nur einer Woche mehr als eine mittelgroße Malt-Destillerie in einem ganzen Jahr. Der vor allem aus Mais gewonnene Grain Whisky hat einen Alkoholgehalt von über 90%. Er ist arm an Aroma und dient als Basis für Blended Whiskys. In einer Flasche Blend finden sich in der Regel 60% Grain Whisky. Der Rest ist eine Mischung von bis zu 50 verschiedenen Malts. Solche Grain-Destillerien liegen im Gegensatz zu Malt-Destillerien in oder bei den schottischen Großstädten. Riesige, von wenigen Menschen gesteuerte Bioraffinerien. Auch in Malt-Destillerien hat die Computertechnologie Eingang gefunden. Manche von ihnen lässt sich im Routinebetrieb inzwischen von einer einzigen Person überwachen. Dennoch bleiben Malt Whiskys in der Herstellung vergleichsweise teuer. Denn Hightech und Kostenoptimierung stoßen in Malt Destillerien an ihre Grenzen. Heiligtümer einer jeden Malt Destillerie sind die Stills aus Kupfer. Müssen sie ausgewechselt werden, werden sie eins zu eins kopiert. Niemand will riskieren, den Geschmack des jeweiligen Whiskys zu verändern. Größe und Höhe der Stills, der Neigungswinkel ihrer Wände, all diese Faktoren beeinflussen den verdunstenden Alkohol und damit den Geschmack des Whiskys. Der Formenvielfalt sind deshalb auch keine Grenzen gesetzt. Besonders wichtig der Swan Neck, der Schwanenhals ganz oben. Seine Form und Neigung entscheiden mit darüber, ob das Destillat süßlicher oder schärfer wird.
Ein teurer Spaß. Kupfer lässt sich zwar gut formen, ein Grund, warum es schon vor Jahrhunderten als Rohmaterial für Destillierkolben genutzt wurde, doch schon Schweißen daran ist mühsam. Machen sich die Kupferschmiede an einen Schwanenhals, ist pure Handarbeit gefragt. Mit Hammer und Eisengewicht wird er in die gewünschte Form gebracht. 3 bis 4 Wochen Handarbeit. Rund 15 Jahre halten die wichtigen Teile so eines Destillierapparates. Dann ist die Kupferhaut zu dünn, denn sie katalysiert im aufsteigenden Alkohol bestimmte Reaktionen und wird dabei abgenutzt. Natürlich wurde versucht, das teure Kupfer zu umgehen. Destilleriemanager Edwin Dobson glaubte zu Anfang seiner Karriere auch, dem Rat seiner Lehrmeister zum Trotz, auf Kupfer verzichten zu können. They couldn't explain why the copper was so important, so therefore I sort of pushed it aside and said, well, you know, it's a little bit of a myth here. Copper's just nice and easy to shape. Sie konnten nicht erklären, warum Kupfer so wichtig ist. Deshalb schob ich es als Mythos beiseite. Kupfer sei nur einfach zu formen, dachte ich. Später hat ein Unternehmen es ausprobiert und für die Kondensatoren Stahl statt Kupfer verwendet. Und sie entdeckten, der Whisky war total zerstört. Die Lektion, die ich dabei gelernt habe, die alten Herren, die mir das Destillieren beigebracht haben, mögen nicht die wissenschaftliche Erklärung für alles gehabt haben, was sie taten, aber sie wussten, was sie taten, haben auf 500 Jahre lange Erfahrung aufgebaut. Und ich kann gerade den Buchhaltern in der Industrie nur sagen, wenn ihr Quantität haben wollt, ist das okay. Aber Qualität werdet ihr nur bekommen, wenn ihr dem Destillat Zeit gebt, geduldig seid. Bei den äußeren Hebriden im Westen Schottlands suchen Taucher immer wieder ganz besonderen Whisky. Am 5. Februar 1941 verirrte sich die SS Politician vor der Insel Eriskay. Sie kam aus dieser Richtung und lief auf den Felsen. Nach ein paar Tagen versuchten sie, sie zu retten. Jetzt liegt sie da im seichten Wasser. In stürmischer See wurden die Untiefen dem Frachtschiff zum Verhängnis. Es lief auf Grund, beladen mit 264.000 Flaschen Whisky für Amerika. Die Bewohner von Eriskay bedienten sich. Whisky war während des Zweiten Weltkriegs Mangelware. Noch heute stehen im nach dem Schiff benannten Politician, dem einzigen Pub der Insel, 2 der zahlreichen Beutestücke. Heute werden solche Flaschen zu Höchstpreisen versteigert. Den Inselbewohnern bleibt nur die anekdotische Erinnerung an die Politician. Then the next thing, the shepherd disappeared, you know. Am nächsten Morgen entdeckte ein Hirte das Schiff. Er denkt, die Deutschen wären gelandet. Dabei war es die Besatzung der Politischen, die ihn jagte. Whisky als Seelentröster in rauer Eintönigkeit. Es heißt, in Schottland und gerade auf den schottischen Inseln werde dem Whisky besonders gern und heftig zugesprochen. Auch Alkoholismus gehört zu den Folgen. Er sei allerdings kein größeres Problem als anderswo, glaubt man Statistiken und Aussagen Einheimischer. I'm driving, so I'm gonna have too much. See if you can detect any flavors, aromas. Everyone's. Bei einem sogenannten Nosing and Tasting, einer Whiskyprobe, wie hier im Craigellachie Hotel, wird Whisky jedenfalls lediglich in kleinen, homöopathischen Dosen genossen. Eine viel größere Rolle spielt hier die Nase. Sie erkennt viel mehr aromatische Facetten als die Geschmacksnerven im Mund. Durch sie erzählt jeder Whisky seine Geschichte. Sie ist deshalb auch das Werkzeug von Experten, die ein ganzes Register an aromatischen Komponenten in einem Whisky ausmachen können. Die meisten der aromatischen Komponenten entwickeln sich erst bei der Lagerung.
Der New Spirit, der neue Whisky, verschwindet lange Zeit in dunklen Lagerhäusern. In Fässern wird er mindestens 3 Jahre lang abgelegt. Meist länger, manchmal über 50 Jahre lang. Von außen gesehen geschieht hier erst einmal nichts. Doch im Innern der Holzfässer tut sich einiges. Was? Das war lange Zeit ein Geheimnis. Schon lange versuchen Wissenschaftler im Dienst der auf Kontrolle bedachten Industrie, die Geschmackskomponenten von Whisky zu entschlüsseln. An der Strathclyde-Universität wird Probanden beim Trinken die Atemluft abgesaugt, um zu ermitteln, welche chemischen Verbindungen den Rachenraum dominieren. Dabei kam Überraschendes zum Reifungsprozess des Whiskys zutage. In gewisser Hinsicht wurde die Reifung als schwarze Kunst angesehen, mehr Magie als Wissenschaft. Unsere Forschungen haben inzwischen gezeigt, dass sehr komplexe Vorgänge in den Fässern den Charakter des Destillats verändern. Dabei ändert sich nicht nur seine Zusammensetzung, sondern auch sein Verhalten während der Reifung. Aus dem Holz herausgelöste Materialien beeinflussen das Zusammenwirken der Alkohole und des Wassers, die Verbindung, die beide eingehen. Das Resultat? Unerwünschte Geschmacksteile werden in der Flüssigkeit gebunden. Sie können nicht mehr verdunsten und man kann sie folglich nicht mehr riechen. Also, obwohl sie noch da sind, schmeckt und riecht man sie nicht mehr. Wenn der New Spirit nach dem Destillieren in Tanks gesammelt wird, ist er noch klar wie Wasser. Vor Abfüllung stellt der Destilleriemanager seine genaue Alkoholstärke nochmals fest und verdünnt ihn noch mit Wasser, um den gewünschten Prozentsatz an Alkohol zu erreichen. Penibel wird Buch geführt. Der Zoll rechnet jeden Tropfen nach. Die Lagerhäuser für den abgefüllten Whisky sind zollfrei. Der Staat hat die anfallende Steuer noch nicht kassiert. Die Destillerie ist verantwortlich dafür, dass nichts verschwindet und wird vom Staat für jeden verlorenen Tropfen zur Rechenschaft gezogen. Früher wurden die Fässer in den Lagerhäusern von Zöllnern ihrer Majestät bewacht. Und Destilleriearbeiter entwickelten sportlichen Ehrgeiz darin, edle Tropfen aus den Fässern herauszubekommen. Es gab viele Methoden, Whisky zu stehlen, zum Beispiel mit einer Wärmflasche. Die steckten wir in unsere Hosen und saugten mit einem Gummischlauch den Whisky aus den Fässern. So füllten wir die Wärmflasche, machten das Fass wieder zu und fort waren wir. Ich glaube, auf Isla wurden damals mehr Wärmflaschen verkauft als irgendwo sonst auf der Welt. So ähnlich funktionierte es mit Mayonnaiseflaschen, die wir uns an einem Strick um den Hals hängten. Die mussten wir nur ins Fass hängen und schon hatten wir ein paar Schluck. Jährlich produziert die schottische Whisky-Industrie hunderte Millionen Liter New Spirit. Für die Lagerung werden entsprechend viele Fässer benötigt. Gebrauchte Fässer. Denn frisches Eichenholz würde zu scharfe Geschmacksstoffe an den Scotch abgeben. So nutzen die sparsamen Schotten seit jeher Fässer, in denen zumeist bereits spanischer Sherry oder amerikanischer Bourbon-Whisky gelagert wurde. Schottische Fassmacher führen deshalb hauptsächlich Reparaturen aus oder vergrößern amerikanische Bourbon-Fässer für schottische Bedürfnisse. Ein Großteil des Whisky-Geschmacks entwickelt sich im Fass. Mit Bourbon vollgesogene Fässer entlassen eine eher herbe Note und goldenen Glanz in den Scotch. Werden Sherry-Fässer verwendet, erhält der Whisky eine eher süße, fruchtige Komponente,
und einen bräunlichen Farbton. Beim Ausbrennen entsteht eine Holzkohleschicht im Fass, die zusätzliche Aromastoffe an den Whisky abgibt. Die Qualität der Fässer ist manchen Scotch-Herstellern so wichtig, dass sie selbst in den USA Fässer herstellen und für die erste Füllung mit Bourbon nur vermieten, um dann gesicherten Zugriff auf Fässer guter Qualität zu haben. Maschinelles Zusammendrücken sichert die Dichtigkeit. Im Schnitt verdunsten trotzdem jährlich bis zu 2% aus den Fässern, der Angel's Share. Mehrere Millionen Pfund entweichen jährlich in die Atmosphäre. Im Austausch saugt der Whisky durch die Poren des Holzes auch die Charakteristika einer Region ein. Auf Isla stehen viele der Destillerielagerhäuser direkt am Meer. Die dort eingelagerten Fässer atmen Jahr für Jahr salzige Luft. Dieser Geschmack findet sich nicht nur im Fleisch der Schafe, sondern auch im Whisky wieder. Der Großteil des in den Malt-Destillerien produzierten Whiskys wird nicht am Ort gelagert. In Tanklastzügen kommt der New Spirit in riesige Lagerhauskomplexe bei Glasgow oder Edinburgh. Als Rohmaterial für Blended Whiskys. Ein paar Fässer warten auch hier auf den New Spirit. Allein schon, weil die Lagerung im Fass gesetzlich vorgeschrieben ist. Doch mit Individualität hat das nicht mehr viel zu tun. Black Range, das größte Whiskylager Schottlands, hat allein ein Straßennetz zwischen den Lagerhäusern von etwa 40 Kilometern. Der hier gelagerte Whisky ist mehr wert als die Goldreserven der Bank von England. Der Inhalt der Holzfässer wird hier zu einem Barcode, einer Nummer. Er wird zur computerverwalteten Verfügungsmasse in der Herstellung von Blended Whiskys. Planer und Vertriebsstrategen sehen ihn als Teil einer Rohmaterialcharge, abrufbar als Baustein für eine Marke. Halten die Planer den Zeitpunkt für gekommen, wird der Inhalt solcher Fässer farblich nochmals kurz getestet. Dann werden die Malt Whiskys nach Rezept mit dem Grain Whisky zu Blended Whiskys vermischt. Der Verschnitt wird mit geschmacklosem Karamell auf die Farbe der jeweiligen Marke getrimmt. Hier entscheidet sich das Schicksal einzelner Malt-Destillerien. Nur wenn ihr Malt für einen Blended Whisky unersetzlich scheint, ist ihre Zukunft sicher. Diesen Mechanismus kennt man beim Aktienhandelshaus Sutherlands in Edinburgh bestens, wie Whisky-Experte Alan Gray erläutert. Wenn Unternehmen Kosten senken wollen, ist eine Möglichkeit zu fusionieren. Dann hat das neu entstandene Unternehmen manchmal mehr Destillerien, als es benötigt, und kann deshalb die eine oder andere Destillerie schließen, um Kosten zu sparen. Das Hauptmotiv, größer zu werden, ist oft das Bemühen, zu rationalisieren, nicht unbedingt gute Nachrichten. Der Konzentrationswelle in der Whisky-Industrie zum Trotz, Whisky-Unternehmen haben das Potenzial individueller Malt-Whiskys wiederentdeckt. Marketing-Experten brüten über dem Auftritt der Individualisten unter den Whiskys. Für sie erweist sich der Rückgriff auf Tradition als profitabel. Es waren vor allem Touristen aus aller Welt, die sich seit einiger Zeit auf die Fährte vorher fast vergessener Malt-Destillerien gesetzt und diesen so neue Anerkennung verschafft haben. Edradow in den Highlands, die kleinste Destillerie Schottlands, ist fast zum Pflichttermin neben dem Schloss der Queen in Edinburgh geworden. Die Destillerie beschäftigt inzwischen weit mehr Mitarbeiter in ihrem Besucherprogramm als beim Brennen von Whisky. So beliebt sind die Touren durch dieses lebende Museum. Man mag sich also fragen, warum hier zweimal täglich der Maischebottich von Hand ausgeschaufelt wird.
Wegen der Whisky-Produktion oder wegen der Touristen? Die Rechnung mit der Tradition geht jedenfalls auf. Nicht nur in den obligatorischen Shops vieler Destillerien wird mehr Single Malt Whisky gekauft. Zwar stagniert der Absatz von Scotch insgesamt, das betrifft allerdings vor allem Blended Whiskys. Mit ihnen haben gerade junge Leute offensichtlich nicht viel am Hut. Zu teuer, um schnell betrunken zu werden. Gleichzeitig finden die teuren Single Malt Whiskys immer mehr Freunde unter den Genießern. Sie bleiben zwar ein Nischenprodukt, doch sogar in mancher Bar jenseits der schottischen Touristenpfade rücken Single Malts zunehmend ins Blickfeld. Auf Isla wird die Entwicklung mit Freuden gesehen. Hier arbeitet jeder lieber an einem individuellen, charaktervollen Whisky, als Rohmaterial für Massenware zu produzieren. So hofft auch Jim McEwan, dass die einzige zurzeit nicht arbeitende Destillerie von Isla einst wieder eröffnet wird, Bruch Lady. Selbst wenn sie einem Konkurrenten gehört. Ich hoffe inständig, dass die Eigentümer die Destillerie bald wieder öffnen. Wir alle hoffen das. Das wäre wundervoll. Ich habe mit allen Leuten, die dort gearbeitet haben, gesprochen. Sie würden sofort wieder anfangen. Wenn sie gerufen würden, wären sie morgen wieder da. So hängen sie an dieser Destillerie. Am anderen Ende der Insel ist 1997 genau das passiert. Die Destillerie Ardbeg war von einem großen Getränkekonzern zum Verfallen verurteilt. Heute bringen Männer aus Isla die Destillerie wieder auf Vordermann. Eines der kleineren Whisky-Unternehmen hatte Ardbeg gekauft und viel Geld investiert, damit hier wieder Whisky gebrannt werden konnte. Ein Aufatmen ging durch die Branche. Denn Ardbeg Whisky wurde immer geschätzt. Die Schließung war für viele unverständlich. Der Erfolg gibt den neuen Eigentümern recht. Kaum eröffnet, wurde Ardbeg mit dem Titel Destillerie des Jahres ausgezeichnet. Ihr Whisky ist begehrt wie eh und je. Eine charaktervolle Stimme im vielstimmigen Orchester der Scotch Whiskys scheint gerettet. Und eine kleine Insel, irgendwo im Westen von Schottland, darf weiter an ihre Zukunft glauben.